Egon Marder hätte ich gerne gesprochen. Denn Herr Marder? Ja? Ja, einen Moment bitte. Herr Marder, Telefon. Marder, hallo. Hallo, schönen guten Tag, Herr Marder. Bin ich mit Ja. aus der Medienpresseservice. Es geht Ja. um Ihre Teilnahme bei der Rewe, Lidl, Amazon und iPhone 7 Gewinnspiele. Erinnern Sie sich noch daran? Da war irgendwas, da haben Sie recht. Okay. Und Sie sind jetzt von dieser Umfrage uns weitergeleitet und haben es geschafft, von rund 70.000 Teilnehmern unter den 20 Endfinalisten zu kommen. Haben Sie ein paar Minuten Zeit für mich, Herr Marder? Ja, das hört sich ja sehr vielversprechend an. Da würde ich mir die Zeit jetzt einfach nehmen für Sie. Das ist auch schön, Herr Marder. Es sind 20 Preise, 20 Finalisten. Oh. Sollte es bei den fünf Hauptpreisen klappen, haben Ja. wir die Auswahl. Bei dem ersten Preis zwischen den Jaguar FPs oder 85.000 Euro. Ist das ein Falls Au Sie den er Ist das ein Auto, ne? Das Jaguar. Genau. Sollte es bei dem ersten Preis klappen, würden Sie sich dort für das Auto oder für das Fahrgeld entscheiden? Ach, ich bin ja ganz aufgeregt. Oh, das ist ja, was hat denn das Auto für eine Farbe, bitte? Oh, das können Sie sich selbst aussuchen, Herr Marder. Ist das dann frei wählbar, sozusagen? Genau. Ja, dann würde ich doch sehr gern das Auto nehmen, bitte. Okay. Ja. Der zweite Preis ist auch ein Auto. Der Mercedes C-Klasse Cabrio oder die 60.000 Euro. Was darf ich dort eintragen? Ich glaube, ein Cabrio ist mir im Winter dann doch zu kalt, weil ich muss ja immer weit fahren. Da nehme ich lieber das Geld, würde ich sagen. Okay, gerne. So, Herr Ja, Marder, ab ja. dritten Preis brauchen wir uns nicht mehr zu entscheiden, weil der dritte Preis ist eine Traumreise an die Malediven im Wert von 10.000 Euro. Der vierte Preis ist 4.000 Euro. Und Ja. der fünfte Preis ist ein Napoleon Gasgrill im Wert von 1.500 Euro. Was ist mit Napoleon? Das sind Der fünfte Preis ist Ja. Napoleon Gasgrill im Werte von 1.500 Euro, ja? Ist das, da habe ich schon mal gelesen von. Ist das das Modell Austerlitz oder das Modell Waterloo? Wissen Sie das? Weiß ich nicht, Herr Marder. Ja, Kann ich Ihnen wirklich keine Informationen? die sind auch beide sehr gut gewesen. Von daher ist das Genau, ja genau. auch egal. Und Malediven haben Genau. Sie gerade gesagt. Genau, das ist der dritte Preis. Ja, aber ist Für da, zwei Wochen. gibt's die denn überhaupt noch die Malediven? Da ist doch gerade dieser Sturm drüber gezogen. Da ist doch alles Genau, kaputt genau. jetzt. Da kann ich doch gar Aber nicht Herr Marder, hinfliegen. der ist aber 3 Jahre lang gültig. Sie müssen das nicht sofort entgegennehmen, ja? Also dann kann man da den Wiederaufbau der Malediven abwarten und dann kann man da Genau. hinfliegen. Ja, das ist ja, hoffentlich Genau. kommt dann nicht der nächste Sturm. Kann man da auch Na, das um Geld Gott. haben oder geht das da Da können Sie nicht? das auch Geld haben, Herr Marder. Wenn Sie dort nicht hin möchten, können Sie auch das Geld haben, ja? Nein, das ist mir zu gefährlich, weil Sie kennen Sie das Gesetz von Murphy. Ja? Ja, sehen Sie, da ist mir das zu gefährlich. Da würde ich da doch bitte gerne das Geld nehmen, wenn das keine Umstände macht. Nein, um Gottes Willen, macht natürlich keine Umstände. Sehr Dann werde ich gut. das hier eintragen, gerne. Ich So, bitte Herr Marder, darum. Ja. natürlich gerne. Ab sechsten Platz haben wir bis zum 20. Platz diverse Gutscheine in Ja. Werte von 1.000 Euro. Das kann Reisegutscheine, IKEA, H&M, Deichmann, Mediamarkt und Aral-Tankgutscheine sein, ja? Ja. Zusätzlich, Herr Marder, bekommen Sie erstmal jetzt schon in 10 bis 14 Tagen ein Begrüßungsschreiben rausgeschickt mit einer Webseite, Passwort und einem Benutzername, wo Sie sich erstmal auf die Webseite einloggen und die Finalziehung mit uns live verfolgen können, damit Sie erstmal einen Überblick haben, ja? Das kann man das dann wie beim Fernsehen, wenn die Lottozahlen rausholen, kann man da angucken? Genau, können Sie angucken, Herr Marder. Und das Ja. wird an der Bildeiche 27 in Baden-Baden ankommen. Ist die Adresse aktuell? Ja, ich denke, ich werde da auch in 2 Wochen noch wohnen. Also da ist kein Umzug geplant momentan. Okay. Und der 3.4.51 ist auch Ihr Geburtsdatum? Ja, Okay. das ist So, richtig.
Okay, ganz zuletzt, Herr Mader. Wie Ja. gesagt, gewonnen haben Sie, ja? Das ist so Aber wie Sie, großartig. Ich genau. möchte mich ganz Aber herzlich schon mal bedanken. gerne. Und ich drücke Ihnen Ja. als Ihre persönliche Sachbearbeiterin, Herr Mader, voll die Daumen, dass es bei den fünf Ja. Hauptpreisen klappt. Das wäre Und sehr wenn nicht, schön. na sehen Sie. Und wenn nicht, Herr Mader, 1.000 € Wertgutschein ist heutzutage nicht wenig. Kommt nicht immer vor, genießen Sie das erstmal, ja? Ja, kann man sich das denn bei den Gutscheinen, weil Sie haben da ja, sag ich mal, im Prinzip ja viele Firmen genannt, die habe ich hier ja nicht alle, kann man sich das dann aussuchen, welchen man da Herr bekommt? Mader, das ist so, verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich kann Sie nicht anlügen, die Gutscheine können Sie sich nicht aussuchen, Ach ja? so. Aber, genau, aber es kann. Ich betone es gerne nochmal für Sie Ja. langsam. Ich hoffe, dass die Gutscheine die Firmen bei Ihnen gibt. Reisegutscheine haben wir, Aral-Tankgutscheine, Ikea, Mediamarkt, Amazon, Rewe oder Lidl, ja? Ja. Okay. Herr Mada, ganz Ja. zuletzt, wie gesagt, gewonnen haben Sie, ja? Ja, sehr Aber gut. wie, gerne, aber wie Sie auch selber wissen, muss man in Deutschland, wenn man beim kostenlosen Preisausschreiben ab 500 € bis zu 25% auch die Gewinne versteuern, weil wir keine staatliche Lotteriegesellschaft Oh sind, ja? nein, das ist ja schrecklich. Genau, weil der Staat will immer was, aber wir haben das mit einem Sponsor geregelt, Herr Mada. Normalerweise müssten Sie, wenn der Sponsor nicht wäre, bei der Ja. 1.000 € Wertgutschein die 250 € und bei den Hauptpreisen, das heißt bei dem Auto, die 17.000 € abzahlen, ja? Oh nein. Das brauchen Sie nicht mehr, weil wir Sponsoren haben, das die Deutsche Verlagshäuser, die finanzieren das alles und übernehmen die sämtlichen Steuern und Gebühren, ja? Ah, das ist ja total freundlich von denen. Aber daher Genau kommt ja das und Wort Sponsoring auch. Ich weiß nicht, ob Sie den Wort dann kennen. genau, weil irgendjemand muss das finanzieren. Dieses Jahr haben das die Verlagshäuser übernommen, plus die Steuern und Gebühren. Und Ja. als Gegenleistung, Herr Mader, bekommt jeder Finalist, auch Sie, mit Ihrem Gewinn zusammen einen Sponsorzeitschrift für ein Jahr. Die übernehmen Ihre Gewinnsteuern und machen als Gegenleistung Werbung, ja? Das ist ja sehr gut. Genau, und bei Ihnen ist momentan als Sponsor die Hörzu eingetragen. Soll es bei der Hörzu bleiben oder soll ich Ihnen ein paar andere Sponsoren aufzählen? Ja, ich höre Ihnen zu, die ganze Zeit schon. Ich bin sehr Nein, nein. aufmerksam. Nein, das habe ich aber. Die Frage war nicht, ob Sie mir zuhören, sondern die Frage war, sollte es bei den Hauptpreisen klappen, brauchen Sie auch keine Steuern zu zahlen, bei der 1.000 € Wertgutschein auch nicht, weil der Sponsor Hörzu für Sie einspringt. Soll es bei Hörzu bleiben oder soll ich Ihnen ein paar andere Sponsoren eintragen? Ja, solange die ja im Prinzip da die Kosten decken, ist mir das ja, sage ich mal, relativ gleichgültig, um das Genau, ehrlich genau. auszudrücken. Genau. Dann bleiben wir bei der Hörzu. Die Hörzu wird Sie im Jahr, egal welches Platz Sie jetzt ziehen, zweimal für die Steuern, die 59,80 € Sie kosten. Weitere Kosten kommen Ihnen nicht zu Steuern und Gebühren auch nicht, Herr Mader, Ja, ja? das ist mir ja egal, wie viel die da bezahlen für mich. Wenn die das erledigen, ist das ja Okay. vollkommen in Ordnung. Das ist ja Genau, nur Herr wichtig, dass Mader. das für mich kostenfrei bleibt. Nein, nicht, dass wir uns missverstehen. Sie zahlen jetzt keinen Cent an den Staat, egal welches Platz Sie jetzt sind. Dafür bekommen Sie die Hörzu, zahlen für die Hörzu zweimal im Jahr 59,80 € und die Hörzu zahlt Ihre Steuern. Ist das nicht, also ich bin ja auf meine alten Tage nicht noch in den Knast kommen. Ist das nicht Steuerhinterziehung? Nein, nein, nein. Kleinen Moment, Herr Mader, irgendwie Ja. kommen wir nicht zusammen. Ich werde Sie mal an meine Vorgesetzten weiterleiten. Die wird Ihnen bestimmt besser erklären, warum die Zeitschrift mit dabei ist. Ja? Kleinen Moment. Hallo, Herr Mader, ich grüße Sie. Sabrina Meyer ist im Apparat, die Hallo. Abteilungsleiterin. Hallo, ich grüße Sie. Erstmal gratuliere ich Ihnen ganz herzlich für Ihren Gewinn. 1.000 € Dankeschön. Wertgutschein. Sehr gerne. Noch steht alles offen. So, der Herr, kleiner. Bei der Zeitschrift haben Sie Fragen, ja? Ich habe ja im Prinzip nur, sage ich ja, die Befürchtung geäußert, wenn das sich da um Steuerhinterziehung handeln könnte. Da ist die Kollegin wohl Nein, beleidigt nein, gewesen. nein. Nein, die Ich ist nicht wollte wissen, beleidigt. können Sie hat Sie das da nur nicht bitte. verstanden.
Können Sie da bitte meine herzliche Entschuldigung ausrichten? Das ist aber ja nicht meine natürlich. Absicht gewesen, hier so Ärgernis Herr Mader, zu verursachen. Herr Mader, sie ist nicht beleidigt gewesen. Sie ist noch nicht so lange dabei. Deswegen, bevor sie was Falsches antwortet, hat sie mich weitergegeben. Sie ist noch da. Sie wird auch später noch den Abschluss mit Ihnen machen. Ja. Es ist so. Es ist keine Steuerhinterziehung, sondern in Deutschland werden Preisausschreibungen immer durch Werbung finanziert. Die Zeitschrift erhalten Sie, weil Sie gewonnen haben, weil das der Veranstalter ist. Ah. Dass Sie zusätzlich Ihre Steuern zahlen, das ist die extra Geste. Also Sie bekommen eine Zeitschrift für 14 Monate, weil Sie einen Gewinn haben, weil das der Finanzierer ist. Dass Sie zusätzlich die Steuern zahlen, das ist zum Vorteil. Keiner kann Steuern hinterziehen, ja? Der Verlag zahlt für Sie Steuern. Und damit die für sich Werbung machen und sie sparen sich Geld, ja? Ja, das ist mir nur sehr wichtig gewesen, die Frage nochmal zu klären, weil wir haben hier von Schützenverein letztes Jahr, da hatten wir so eine Feierlichkeit und da haben wir dann, sag ich ja mal, auch Getränke ausgegeben und dann sind dann da die Finanzbehörden gekommen und wollten eine Ausschanklizenz, dass wir die erwerben, das ist alles sehr teuer gewesen. Und ich habe da keine Lust, dass die mich noch in Knast stecken zu meinen alten Tage. Herr Mader, es gibt in Deutschland Gesetz und Rechte. Preisausschreibungen werden durch Werbung finanziert und die Steuern werden von den Veranstaltern übernommen. Ja, ja? Sehr gut. Sie sparen sich Geld. Sie machen hier, sie zahlen ihren Anteil für die Zeitschrift statt die Steuern. Ja. Sie tun ja das mitbewirken. Also Sie machen sich da bitte keine Sorgen. Das deutsche Verlagshaus würde sich nie eine Sache verwickeln, was mit Steuerhinterziehung zu tun hat, ja? Da bin ich beruhigt, weil man hört ja im Fernsehen immer so viel mit Telefon und so. Aber das kennen Sie sicher, dass die schwarzen Schafe machen ja den ehrlichen Menschen wie Ihnen da das Leben ja schwierig, weil man ja auch mal nachfragen muss. Ich bin seit 7 Jahren in dieser Branche und seit 3 Jahren wird mir meine Arbeit auch sehr schwer gemacht durch die schwarzen Schafe. Aber wie gesagt, ich stehe meine Arbeit gerade. Sie haben einen garantierten Gewinn gesichert. Sie haben sich selber bei einem Gewinnspiel beteiligt über mein Probierpaketaktion. Ihren Namen, Anschrift, Telefonnummer kann ich überall rausfinden. Aber das Geburtsdatum, wo Sie sich eingetragen haben, sowas kann ich mir nicht ausdenken. Das sind eingetragene Daten von Ihnen. Also genießen Sie es einfach. Sie werden sehen, dass alles so, wie wir Ihnen das erklärt haben, ja? Ja, das ist wunderbar. Jetzt, die Zeitschrift, die hört zu, mit denen sind alle 20 Gewinner vermerkt. Soll es bei Ihnen bei der Hörzu bleiben oder darf ich Ihnen kurz Alternativen aufzählen? Also jetzt nur mal zu einem Verständnis. Die ergeben das jetzt quasi an den Staat weiter und ich kriege dann das Magazin, richtig? Sie bekommen eine Zeitschrift für insgesamt 14 Monate. Davon sind die letzten 2 Monate gratis, Herr Mader. Ja. Und Sie zahlen statt Steuern 2-mal für den Verlagshaus einen Beitrag und sparen sich Geld. Die Zeitschrift ist dabei, weil das der Veranstalter ist. Wir sind kein Gewinnspielunternehmen. Lottogewinne in Deutschland daher werden immer durch Einsatz finanziert. Da kennen Sie sich ja auch aus. Ja, das habe ich ja verstanden. Genau. Und Preisausschreibungen werden durch Werbung finanziert. Und deswegen ist auch die Zeitschrift dabei, weil die auch davon profitieren möchte. Also auf gut Deutsch gesagt, der Herr Schenken tut uns hier keiner was. Deswegen ist auch eine Zeitschrift dabei, ja? Ja, ich wollte ja nur fragen, weil wenn ich dann wirklich was nach Hause bekomme, dann möchte ich ja dann doch was haben, mit dem ich was anfangen kann. Also können Sie mir gerne nochmal sagen, was man da bekommen kann, weil wie hat der Herr Ford hat ja schon immer gesagt, ich prüfe jedes Angebot, es könnte die Chance meines Lebens sein. Das kenne ich von meinem Vater-Zitat, das ist ein Zitat, das kenne ich, Entschuldigung, von meinem Opa. Ja, genau. Sehen Sie, das ist eine Weisheit geworden im Prinzip. Kennen Sie also das Sprichwort mit den Ziegen? Mit den Ziegen kenne ich nicht. Ja, das ist ja quasi, die Ziege am Morgen ist das Glück des Abends. Ich habe da also viele Jahre lang drüber nachgedacht, immer wieder. Und irgendwann hat sich mir der Sinn erschlossen. Aber das ist jetzt ja auch gar nicht das Thema. Aber trotzdem, es ist ein interessantes Thema. Sehr positiver Herr. So, Herr Mader, ich gehe mal die Zeitschriften durch. Ich habe bei der TV-Kategorie, die hört zu, die TV hören und sehen, die Gong Digital. Bei Computer habe ich die Computer mit DVD. Bei Wissenschaft habe ich die Bild der Wissenschaft. Ja. Bei Auto habe ich die Autobild. Bei Nachrichten habe ich die Zusammenstellung von Spiegel, Fokus und Stern, die Cicero. Das war's. War da was mit Gartenarbeit dabei? Habe ich das richtig verstanden? Mit Garten? Ja. Habe ich die Wohnen und Garten?
Weil ich habe ja im Prinzip, ich weiß nicht, ob Sie, haben Sie einen Garten selber? Nein, habe ich leider Ich habe da nicht. ja im Prinzip schwere Probleme mit den Maulwürfen. Dass mir die da, Die Maulwürfe. dass man da quasi diese Ratschläge beziehen kann. Okay, ich habe nur die Zeitschrift Wohnen und Garten. Ja, ist da sowas, ich kenne das ja nicht, ist da sowas mit drin, so Pflegehinweise und so. Ja, mehr Dekoration, auch Pflegehinweise. Das ist so ein Mischmasch. Das kommt immer auf die Ausgabe drauf an. Ja, dann würde ich doch sagen, das klingt sehr gut. Das könnte ja durchaus, weil ich habe da so einen ganz fetten Maulwurf. Ich habe das ja schon mit, das darf man ja gar nicht sagen, mit dem Luftgewehr probiert, aber ich treffe nicht mehr so gut. Ich habe den Hans genannt. Der erinnert mich an meinen Bruder, weil der hat auch immer gegraben. Okay. Ja. Warum hat der Bruder immer gegraben? Ne, der ist Straßenbauer gewesen. Und Ach jetzt so, sage, verstehe ich, wenn verstehe ich dann morgens, wenn da wieder so ein Hügel ist, dann sage ich immer zu meiner Margret, Margret, Hans Maulwurf ist wieder da gewesen. Okay. Herr Ja. Mader, die Wohnen und Garten wird Sie ab sofort für 14 Monate begleiten. Die letzten 2 Monate sind gratis. Sie zahlen nichts Monatliches, sondern Sie zahlen nur zweimal, also halbjährlich, statt Steuern 24 Euro. Das ist Ja, ist insgesamt 48 Euro. Ja, Nicht mehr und nicht muss weniger. man das überweisen oder wird das Nein. abgebucht? Das wird von Ihrem Konto zweimal halbjährlich abgebucht. Aber wann die Ja. erste und wann die zweite Zahlung ist, steht in dem Begrüßungsschreiben mit dabei, In ja? So. Ordnung. Herr Mader, Ja. ich werde Sie von den Datenschutz weiterleiten, bevor ich Sie weiterleite. Sollte es bei Ihrem 1.000-Euro-Wertgutscheingewinn bleiben, der wird Ja. innerhalb 10 Tage an die Anschrift zugestellt, an der Bilddeiche 27 in Baden-Baden, ja? Ja, welcher Wenn Sie einer Gutschein der, ist das denn? Kann man sich das es, aussuchen? nein. Das wird Nein? platziert, das wird Ach platziert, das wird so. platziert. Am 12.11. werden alle 20 auf die Plätze platziert. Ja. Und wenn Sie einer der Bargeldgewinne erzielen sollten, das wird direkt aufs Konto überwiesen. Also zu guter Letzt für den Fall der Bargeldgewinne und nur für die zweimalige Abbuchung der Sponsorzeitschrift bitte einmal die 8-stellige Bankleitzahl und die Kontonummer oder IBAN-Nummer, wie Sie wünschen. Soll ich das jetzt raussuchen? Bitte, einmal, ich muss es hier eintragen für den Fall der Bargewinne und für Ja. die zweimalige Abbuchung der Zeitschrift, ja? Können wir das quasi nach diesem Aufnahmegespräch machen? Weil ich muss das ja im Prinzip suchen. Dann suchen Sie das, weil ich muss das hier eintragen. Ich trage hier die Ja. Daten ein. Ach so, weil Ja? Sie haben ja vorhin gesagt, dass ich da nochmal mit der Kollegin sprechen muss Okay, dann werde ich nachher. Sie, okay. Okay, also wenn Sie Deswegen. möchten, kann ich das, die Kollegin wird gleich nochmal mit Ihnen sprechen, sich verabschieden, aber soll ich das nicht hier schnell aufnehmen? Jetzt sind wir schon so weit gekommen. Na, die Dame soll das ja lernen. Ich bin ja, ich stelle mich auch im Okay. Supermarkt immer, wenn ich sehe, dass da Okay. neue Leute sind, dann stelle ich mich da Okay. immer hin, Okay, damit mein wir so ein Lieber. Sehr gerne. positives Erlebnis haben. Super. Danke, Herr Mader, für Ja. Ihr Verständnis. Dann werde ich Sie an die Frau Schmidt weiterleiten. Ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen, ja, bei der Ja. Finalplatzierung. Die Kontodaten können Sie dann bei der Frau Schmidt weiterleiten. Schönen Tag noch, mein Lieber. Bleiben Sie so, wie Sie sind. Alles Gute. Vielen Tschüss. Dank, auf Wiederhören. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Wiederhören. Hallo, ich bin's nochmal. Hallo, ich wollte Sie Herr Mader. vorhin nicht beleidigen mit der Steuerhinterziehung. Das Nein! sollte kein Vorwurf Nein! sein. Nein, war auch nicht, Herr Mader, warum ich das an meine Vorgesetzten weitergeleitet habe. Sie sind so nett, wollte wirklich keine falsche Auskunft geben, weil ich bin noch neu hier, Herr Mader, Ja, ja? wie lange machen Sie Ich das denn schon, wenn ich bin fragen darf? seit 2 Monaten erst nur hier da. Aber die Arbeit macht mir Spaß, weil es sind so schöne Preise weiterzugeben und so viele Ja. Kandidaten sagen, dass es wirklich freundlich darauf und das macht mir auch Freude, wenn Sie einen Gewinn kriegen, gell, Herr Jetzt Mader? muss ich aber mal, Sie haben gesagt, es sind 20 Gewinner, richtig? Genau, mit Ihnen Mit aber. mir zusammen 20 Gewinner. Jetzt machen, wie lang, jetzt sagen Sie, gibt's, da machen Sie das seit 2 Monaten. Jetzt haben Sie 2 Monate gebraucht, um Nein. 20 Leute anzurufen. Nein, nein. Ich bin aktiv jetzt. Zum Ja. Telefonieren bin ich erst seit 3 Tagen, weil ich habe seit 2 Monaten musste ich das alles erstmal lernen. Ach Den so. Computer, wie ich mit den Kunden umgehe, wie ich mich ansprechen muss.
das musste ich alles eher, wie ein kleiner Seminar habe ich das gehabt. Ja, äh? Haben Sie, Sie Aha. haben so einen richtigen Computer, ja. Genau, genau. Das habe ich neulich auch von meinem Enkel, der hat mir das eingerichtet. Haben Sie so eine genau. neue Tastatur? Genau, genau. Und das musste ich alles lernen. Da können Sie mir vielleicht ganz kurz noch weiterhelfen, weil das ist mir vorhin runtergefallen und da sind ein paar Buchstaben raus, dass Sie mir einmal sagen, in welche Reihenfolge. Oh. Das, also oben, oh, das weiß ich nicht. Ja, Sie haben das doch auch eine Tastatur, dass Sie mir das nur sagen. Ja? Das ist also bei mir oben ist das Q und danach sind die rausgebrochen. Dass Sie mir nur die Reihenfolge bitte sagen. Das ist die Q-W-E-R. Ja. T-Y-U. Ja, das reicht schon. Vielen Dank. Genau. Bis dahin war das rausgebrochen. Okay, okay. Wo ist denn Mada. Ihre Firma? Ich habe ja noch nie von Ihnen gehört. Ich bin, das ist die Medienpresse-Service. Ja. Wir sind in Niedersachsen, in Zintel, Herr Mader. Ach so. Wenn ja. Sie das alles notieren möchten, können Sie das auch gerne machen. Nein, ja? Ich wollte ja und nur mein, fragen. Okay, okay. Mein Name ist aber Herr Mader Melanie Schmidt. Vergessen Sie mich bitte nicht, ja. weil am 12.11. werde ich mich nochmal bei Ihnen melden und Bescheid sagen, welches Platz Sie erzielt haben. Ja. Aber bis dorthin bei den Unterlagen sind unsere Kontaktdaten, Herr Mader. Das ist sehr Wenn Sie Fragen haben, genau. Wenn Sie Fragen haben oder was am Herzen haben, können Sie mich jederzeit anrufen. Ich würde Sie gerne nochmal beraten, gell, ja, Herr Mader? Das ist sehr gut. Da können okay. wir ja am Schluss genau. noch. Ich bin ja fleißig an Überlegen, ob mir noch irgendwas Wichtiges einfällt, weil ich bin ja im Prinzip früher mal Rechtsanwalt gewesen. Da sind gute Fragen immer sehr wichtig gewesen. Und ich habe sie oft Aha, vergessen dann bei Gericht. Und darum musste ich damit Aha. aufhören. Alles klar. Ja. Okay. Herr Mader, wenn Sie Fragen haben, können Sie mich jederzeit anrufen. Aber damit ich Sie jetzt registrieren kann und Sie an den Kontrollanruf weiterleiten kann, ja. bräuchte ich bitte noch für die Bargeldgewinne und für die zweimalige Abbuchung der Wohn- und Garten nur mit Ihrer Erlaubnis per Schriftverfahren die ganz normale Bankleitzahl oder die IBAN, bitte. Ja, muss ich das jetzt raussuchen? Genau, genau, weil ich muss das eintragen, damit wir sicher gehen müssen, dass die Gewinne bei Herrn Mader landen ja. und nur der Herr Mader am 12.11. sofort abheben kann. Und IBAN sagt nur aus, mit welcher Bank Sie arbeiten und ob Sie eine Vollmacht darauf haben, Herr Mader, weil ich verlange keine Geheimdaten von Ihnen, ja? Ja, also Sie wollen jetzt quasi nicht die Bank, die Kontonummer, sondern nur die IBAN haben, ja? Genau, ja, genau. Weil Kontonummer am Telefon, das würde ich ja nicht machen, aber die IBAN, die ist ja was anderes wieder. Genau. Ja. Das sagt aus, mit welcher Bank Sie arbeiten und welche, ob Sie eine Vollmacht darauf haben. Wie lautet bitte die IBAN? Ja, das ist DE, also quasi wie Deutschland vorne. Genau. Dann ist das 55. Ja. Nochmal eine 5. Ja. 901. Ja. Dann zweimal die 6. Ja. Und eine 0. Ja. Und dann kommt dreimal die 6, also 666. Ja. Und dann kommt ja. 713. Ja. 625. Ja. Ja. Und die ist gültig bis 12.2021. Ich habe die gerade erst neu bekommen. Okay. Aber da fehlt noch zwei Zahlen, Herr Mader. Wo denn? Nach der 25, was kommt dann? Nach der was bitte? Nach der 2,5 muss noch zwei Zahlen sein. 1,7. 1,7, okay. Ich ja, kontrolliere jetzt ganz schnell. Rufen Sie ich da jetzt an. Mal. Soll ich da dann... Nein, nein. Nein, Moment. Erstmal, ja. die IBAN stimmt nicht überein. Ich wiederhole mal die IBAN, Herr ja. Mader, ja. Das ist die DE55. Ja. 5901. Ja. 6606? Nein, warten Sie mal. Wir warten nach 901, ja? Ja? Da kommt zweimal 0. Zweimal die 0, ja? Ja, dann kommt zweimal die 6. Ja? Ja, und dann eine 0. Ja? Und dann kommt 666. Ja? Und dann müsste das wieder stimmen.
Können Sie weiter nochmal sagen, 666 und dann, weil ich habe das gelöscht? Ja, natürlich. 634174. Ich kontrolliere jetzt ganz schnell. Wie das machen ist die Sie Postbank. Das denn? Ja. Das ist die Postbank. Aber trotzdem haben wir einen Zahlendreher wieder. Das wird ein schweres Geburt, gell? Ja, wird es. Ja, genau, ich kontrolliere das mal. Kleinen Moment. So, ich wiederhole mal. DE55. Ja. 5901. Ja. 0066. Ja. 03 mal die 6. Ja. Und dann kommt die 634. Ja. Die 174. Nein, 147 ist das ja im Prinzip. Ach so, 1. Moment, 147, gell? Ja, ganz mit der Ruhe. Genau. Aber trotzdem haben wir einen Zahndreher. Ich weiß nicht, warum wir das nicht hinkriegen, Herr Mader. Ich habe da so eine... Soll ich Ihnen mal meinen Enkel geben? Okay, gerne. Ja. Komm mal her, ich kann das nicht machen. Hallo, wer ist da? Ja, Melanie Schmidt, mein Name. Hallo, hier ist Dimitri. Wie geht's dir? Danke, wie geht's Ihnen, Herr Dimitri? Ne, Dimitri ist mein Vorname. Ach so, Entschuldigung, Nachname ist der Mada, okay. Ja, richtig. Okay. Was ist Problem? Herr Mada, können Sie mir bitte die IBAN mal kurz durchlesen? Ich krieg das nicht hin, irgendwie stimmt das hier nicht. Ja, das glaube ich Ihnen, dass das nicht stimmt. Das kann ja nicht stimmen. Das kann ja gar nicht. Oh, warum? Opa, was machst du da denn wieder für Sachen? Oh, nein. Nein, das ist ganz altes Karten hier. Ach so. Oh, guck mal, du musst, gib mir mal die andere Karte da. Das kann dann die junge Frau das machen. Und wie ist Wetter bei Ihnen? Ach, es geht. Ja, ist gutes Sonnenscheinwetter bei Türkei? Genau. Schön. Wie Türkei? Gut. Ja, weiß nicht, Sie haben sich verraten, weil Opa hat ja vorhin gefragt, wie sind Tastaturen bei Ihnen? Und deutsche Tastaturen sind QWERTZ. Sie haben QWERTY. Heißt, Sie sind nicht bei Deutschland. Nein, falsch. Habe ich gesagt. Nein, ich habe doch alles gehört. Sie haben falsche Namen gesagt. Man hört, dass Sie kein Deutsches sind. Falsche Tastatur. Und übrigens haben Sie schon mit 5 oder 6 von meinen Freunden telefoniert. Und da hat Ihr Firma denen genau den gleichen Scheißdreck erzählt. Glauben Leute das wirklich? Wissen Sie, wie Sie unverschämt sind? Nee, ich Sie sage sind einfach so nur die Wahrheit. Ich verstehe. Sie betrügen Leute an Telefon. Blöd, jetzt hat die aufgelegt. Aber hier hört ihr mal wieder, so leicht kann man die Leute überführen. Ein Tastaturlayout kann schon sehr viel darüber sagen, wo ein Mensch sitzt. Ihr könnt das ja mal bei euch überprüfen. Wenn ihr nach dem T ein Y habt, dann seid ihr versehentlich in der Türkei und solltet euch schnell darum kümmern, wieder nach Deutschland zu kommen. Es sei denn, ihr wollt da bleiben, dann arbeitet bitte nicht bei betrügerischen Callcenter. Wünsche euch einen schönen Abend oder Morgen oder Mitternacht, je nachdem, wann ihr hier hört. Vielen Dank an alle Zuhörer, besonders vielen Dank an alle Patreon und aktiven Supporter. Dimitri over and out, ich habe Opa Maulwurf mal wieder den Arsch gerettet. Auf Wiederhören.